Und Dave, Und also, ja, no, also ich will nicht bei Falterbach so klingen, als wenn ich sexualisiert werde. Und ich finde das echt schlimm. Aber dann irgendwie meine Pussy, Smaroski-Tanga, meine Pussy funkelt zu schreppen. Junge, was na. ist mit dir nicht in Ordnung? Was war das jetzt Ja, gerade? das singt die da. Und sie Also. hat gemeint, es ist mir zu sexualisiert, wenn ich sag Daddy. Das ist schon irgendwie hart doch Alter, das moralisch. ist übelst krass, wieder übelst krass, Leute. Also mega, Alter. Absoluter Wahnsinn hier. Wieso geht das hier nicht auf, Alter? Hä? Außerdem sind die Beats voll von Shindy abgeguckt. Oh, Schmecker, Schmecker. Lecker, lecker. Brösterchen. Schulz. Gut. Mein Bogen und ich, wir gehen nur durch dick und dünn. Ich habe einen Kassenbon hier. Was? Was willst du mit Bogen? Nee, wie Wenn ist man sich das? eigentlich eine Bong im Laden kauft, nennt man das dann Kassenbonbon? Hä? Was? Ja, wenn man sich eine Bong im Laden Ich muss kauft. kurz was. Kassenbonbon? Nennt man das dann Kassenbonbon? Was wenn ich denke so, hey. Lol. Ja, hey, ist doch Geht's so. hier noch gut? Eigentlich ja schon, aber irgendwie ist es nicht klar dann. Nein, ist doch so, als jetzt mir kein Witz. Kassenbonbon. So, weil du kaufst eine Bonbon. Ich weiß nicht, was du rauchst. Bonbon. Wahnsinn. Mein Kassenbonbon rauche ich. Hä, das ist doch nur voll logisch! Ja, ich sag ja nichts gegen, aber es ist trotzdem wie dumm, Mann. Also. Ja, natürlich hört sich's dumm an, weil es einfach für Kassenbonbon ist. Das ist ja wie Bonbon. Das klingt oder einfach nur Bonbon. bescheuert. Das ist einfach nur dämlich. Wissen viele nicht, dass Bonbon aus dem Französischen kommt. Das weiß ich. Was bedeutet's auf Deutsch? Bonbon. Bonbon. Bombe. Oder sie wollten einfach nur sagen, Jo, Kassenbonbon. Was? Ich hab zu viel Freizeit. Junge, 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 du hast zu viel. Du hast zu wenig Freizeit. Ich hab zu viel Zeit zum Nachdenken. Nee, 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 nee. Nee, nee, du hast, wenn du zu viel Freizeit hast, hast du Freizeit, die halt nicht sinnvoll gestaltet ist. Du brauchst echt Hobbys, Junge. Richtig geile Hobbys, Junge. Aber definitiv. Wer ich? Nein, nicht du, Ich Anne. Ja, hab du voll auch, auf welche jeden Fall. Geh Hobbys. Sport machen. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Schön auf die Bank drücken. Ich bin alleine. Hält auch nicht. Bin nicht Hä? alleine, ich Wird bin nur zu auch. zweit. Hab du das schon gefunden? Hi. Moin. Was? Ich meinte zu zweit, nicht zu dritt. Anne und du zum Beispiel. Ja, eben, ich meinte doch zu zweit und nicht zu Naja, dritt. dann hat's doch, dann habt ihr doch schon ein Team gebildet. Das Duo. Ja, ich will nur zu zweit, aber nicht zu dritt. Naja, ist schon klar, ist Weil ich schon so klar. fett bin, dass ich schon als zweit zähle, verstehst du es nicht? Der Witz. Hä, was wollte ich jetzt? Hä? Der Witz. Anne zählt da zwei Personen, weil Hat sie sich den alles Platz vernehmen. perfekt Ach so, funktioniert. Und deswegen oh. sagt er. Alter. Puh, also da. So ein Jahr später gecheckt. Puh, ja, jetzt war ich auf dem Schlauch, Leute, das. Hey. Da stand ich jetzt auf dem Schlauch, aber definitiv, das war jetzt ganz schön hart von mir. Also das war jetzt von mir gerade richtig, richtig abübelst bitter. Naja, Leute, so sieht das halt aus. Und sonst so. Und sonst so ist die Welt doch schön. Naja, Welt ist eigentlich manchmal nicht so schön, aber ist egal. Ich Es bin gibt. schon groß und vier, komm doch und spiel mit mir. Ich lad dich ein, Jo, Olli. Und Oh, ich hab halt auch an den gedacht, Alter. was habt ihr für Ziele? Keine. Gut. Guten Schulabschluss, danach wahrscheinlich eine, wie heißt's, so, nicht studieren, sondern Abi wahrscheinlich machen. Das klingt gut. Haust du rein. Und dann wahrscheinlich Psychologie studieren auf der Fachhochschule. Psychologie, weil na Ja, gut, die werden also aber nicht studieren, gebraucht, sondern halt Leute. auf der Fachhochschule eine Fachhochschulreife machen. Fachschulhochreife. Das klingt ja richtig So sehr viele spannend. Wörter. Ja, in die Richtung Psychologie. Hey! Hey, nicht die Ausdrücke hier. Benimm dich, Anne.
Nein. Hat der Bogen eigentlich unbegrenzten Schuss? Nee, kann man damit den in die Luft treffen, den Ballon? Telefon. Ja, wen sein Handy klingelt schon wieder? Anis. Ich hab gerade überhaupt lautlos. Die Werbung. Was für Werbung? Ich spiel gerade das Spiel. Ach, du spielst wieder Farmer. Los. Bauer. Nee. Bauer sucht nee. Frau, Alter. Bauer sucht Frau gibt's seit dem Jahr 2002. Läuft das überhaupt noch? Dass man Tiere nicht mehr schlafen darf. Läuft das noch? Irgendwie wow. Schon ein Zufall, oder? Aber es müsste eigentlich heißen, Bäuerin sucht Bauer. Nee, aber es ist echt so, seit dem Jahre 2002 darf man nicht mehr mit Hunden sexuellen Verkehr haben. Und seit dem Jahre 2002 darfst du auch gibt's Bauer sucht Frau. Hä? Was war mit Hunden Verkehr? Was? Du darfst nicht mehr mit Tieren verkehren seit 2002, da wurde ein Gesetz erlassen. Boah, Alter. Und Bauer sucht Frau gemacht? Die Frau gibt's seit 2002. Alter, ist ja abartig. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja, ist mir schon bewusst, Alter, ist mir schon klar, aber das ist schon, puh. Es wird Zeit, dass sie es verboten haben, also beziehungsweise, dass sie dieses scheiß fucking Tricks, naja, gut, pipapo, weg ist. Weg ist? Junge, Frau. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, du bist bestimmt diejenige, die den Scheiß nicht einzieht. Bauer sucht Frau oder Bäuerin sucht Scheiße, keine Ahnung. Mika. Wer, ich? Ja. Habe eigentlich die Präsentation fertig? Ich? Keine Ahnung, ich habe meinen Teil fertig. Nachdem wir alle gut. Was weggenommen haben. Hä, und was ist jetzt, wer macht überhaupt was? Wer macht zum Beispiel die Outline, also die Gliederung? Die macht ja, also keiner. Ich mach nur meine Sache, weil ich hab echt schon viel, muss ich sagen. Ja, okay, ich hab meine Sachen auch schon. Ich will ja nicht unbedingt auf die 2 Minuten kommen, sondern eher auf 1,30 oder so. Ja, dann macht Christian noch die. Robin. Ja, Christian hat ja schon sein. Ich werde jetzt nichts machen. Weißt du, was ich gerade mache? Niklas hat nicht mehr sein. Seins nicht. Weil er dachte, er kann sich bei mir was abzielen. Weil er dachte wahrscheinlich, dass ich für alle gemacht habe. Also, weißt du, was ich gerade mache? Ich habe gerade mir schönen David gib ihm ins Kommentar runtergeladen. Und wenn da jetzt. Versteht nichts, wenn Mika zwischenredet. Nein, weil du einfach viel zu laut bist. Was für ich viel zu laut bin? Nein, nicht du. Ich meine Mika. Ja. Du bist viel zu laut. Wenn du was redest, dann kann man sich nicht jetzt mit anderen Leuten unterhalten. Jetzt rede einfach. Ja, also, ich mach aus Gibim, habe ich mir Instrumental runtergeladen und ich mach jetzt aus dem Tourette-Mann, Gewitter im Kopf, Jan. Da schneide ich jetzt die Sachen raus und ersetze es durch den Text. Und das interessiert mich gerade nicht, weil ich mach was Sinnvolles. Aha, und was? Er macht ein Beat. Nein, ich mach kein Beat. Ja, keine Ahnung, er mischt irgendwas ab. Weil ich finde sowieso niemanden, Mann, der irgendwie rappen kann und deswegen brauche ich. War der Typ, Alter? Ja, du kannst ja Trap-Musik machen. Trap. Ja, zur Not könnte ich ja mal probieren, so vor Johansson dran zu kriegen. Ja, Mann! Das ist ja geil gemacht hier mit Aufzug nach oben. Ja, Mann, das ist extrem geil, muss ich dir sagen. Ja, aber sag mal, wie komme ich denn da hoch? Ach so. Gar nicht. Doch, ich komme hoch. In die Ecke fummel, scheißen. Fummel dir am Pimmel. Fummel dir Pimmel. Oh, mein Harry! Das habe ich gar nicht nötig, Jungs. Dafür hat noch eine Freundin, Mann. Wer ist das? Peter, hi. Ich. Oh, okay. Alter, Leute, wieder so schlecht. Der war wieder so schlecht. Oh. Du bist schlecht. Ey, so eine Frage: Kennt irgendeiner von euch noch Peter Fox? Wer ist denn Peter Fox? Der Typ, der auch an sie gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wer Peter Fox sein soll. Das ist ein bekannter Sänger. Kennt keiner. Kennst du Gigi Anderson? Luca, ich bin eindeutig viel zu süchtig nach diesem Spiel. Ja, dann bist du das. Fox, jeder kennt Haus am See. Kennst du Gigi Anderson? Nein, ich kenne nicht. Ja, der ist kaputt. Oder wie irgendwie so geht das. Ich weiß nicht, wollen wir hier reden, aber ist mir scheißegal. Ich hoffe, du kennst es hoffentlich, oder? Was? Haus am See. Ganz bekannt, Mann. Ey, ich weiß gerade nicht an Kompetenzen hier. Du hast dich schon fast wie Frau Hermann an, muss ich dir sagen. Ja, ich weiß. Hätte ich jetzt nur so einen großen Arsch, dann würde ich keine Freundin brauchen. Ach ja, Leute, ihr werdet es schon schaffen irgendwann mal. GGN! Du merkst schon, wir sind hier, alles ist hier voll mit Jungfrauen. Ach ja, sagt der Richtige. Macht euch keinen Kopf, Mensch, bleibt mal ganz entspannt, Mensch. Die Zeit habt ihr lange, ihr habt noch lange Zeit. Also immer schön entspannt. Ich weiß, dass ich ihn lang hab, danke. Ich bin kein Ding, das kann ich dir gut vorstellen, dass du lang hast. Alter, jetzt wird's langsam echt cringe. Hey, beruhig dich wieder mal.
Olli-Fan hier.